So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go. Bei uns ist heute immer noch Mittwoch, Raid-Boss-Wechsel. Kein Raid am Mittwoch, aber später noch Raid-Mania. Wir haben vorhin in Saalfeld den Iveltal Community Raid gemacht. Hat ja gar nicht gepasst. Ich hätte Iveltal gerne in Rudolstadt gesehen, wegen Rudolf, roter Nase. Iveltal ist auch rot, totaler Quatsch. Wir mussten um die Ecke denken wieder. Jetzt sind wir aber in Rudolstadt. Und wollen einen Xerneas Raid machen, denn die sind beide gleichzeitig reingekommen. Vorhin, das war ja total Überraschungsraid, keiner wusste, was drin ist. Dann haben wir gesehen, Iveltal ist da, haben dann jetzt einen Xerneas gesucht. Auf dem Heimweg durch Rudolstadt, da kurz angehalten. Ich weiß nicht, wo ich bin. Hier sind irgendwie lauter so Gebäude. Hier ist irgendwie so eine Fabrik, eine Halle, dann irgendwas. Ich stehe jetzt einfach hier drin. In Hessberg wäre das jetzt eine Brauerei. Da vorne ist eine Hauptstraße und ich muss kurz schauen, wer sich angemeldet hat für den Xerneas Raid. Stell mich jetzt einfach mal darüber irgendwo hin, wo nicht so krass viel Schatten ist. Es ist nämlich total heiß. Vielleicht können wir dann kurz den Raid machen. Ich zeige euch natürlich noch die Konda. Ich gebe ein bisschen an mit meinem 100% Xerneas auf Level 50. Und dann mal schauen, wer alles dabei ist und ob ihr vielleicht sogar einen Shiny bekommt. So, ich stehe jetzt hier rum. Ihr habt einen schönen Hintergrund hinter mir. Wir gucken mal, ob wir auf die Arena draufkommen. Der Raid ist noch 3 Minuten da. Und dann sehe ich gerade, ich habe vergessen, im Community-Tab zu zeigen. Da habe ich den gepostet für 15,45. Da haben sich ein paar Leute eingetragen. Wir werden einladen auf Neueste zuerst. Gucken. Na, es hängt. Es hängt. Es ist noch eine Minute Zeit, aber es hängt trotzdem. Jetzt Neueste zuerst, genau. Wir haben Mystical Force, Patch, Shenaya, Henry, Niki, Blood and Tears, Schäfe noch dazu. Schäfe muss ich vom Hauptaccount einladen. Die Nudel nimmt die 5 anderen mit. Merkt euch also Schäfe. Und hier war der Iveltal Raid und hier ist die Konda-Übersicht mit, dass Xerneas vom Typ Fee ist, dass ihr am besten Gift oder Stahl nehmt. Ich sage einfach mal Metagross-Armee, wäre richtig genial. 21,60 und 27,01 ist der 100er Wert, genau das gleiche wie bei Iveltal. Deswegen kommen die auch beide genau auf das gleiche raus, bei der Maximal-WP-Anzahl. Mehr sag mal jetzt nicht, wir gehen jetzt rein, es ist nämlich 45. Denkt dran, dass ich den Chef einladen muss. Drücken wir mal hier, drücken mal CH. So, Schäfe ist eingeladen. Hier drüben habe ich Blood and Tears, Henry, Niki, Shenaya, Mystical Force und Patch. Wir gucken mal, ob wir noch jemanden haben, der online ist. Vielleicht klappt es jetzt mit dem Daniel Schilling. Nö, der ist immer noch nicht online. Lad mal den Dandro ein. Ach, der hat ja vorhin schon sein Limit erreicht. Habe ich schon wieder vergessen. Nehmen wir noch ab ins Tierheim. Brezel Queen, Christoph, Camadro. Steht wieder dasselbe da, also irgendjemand hat auf jeden Fall sein Limit und kann gar nicht mitmachen. Auf dem Nudel-Account sehe ich 6x Metagross, also Stahl, wie gesagt. Hier haben wir 5x Metagross und einmal Mega Gengar, aber noch nicht Mega entwickelt, sondern ganz normal. Es ist also Gengar da, aber das in der Mega-Entwicklung als Giftangreifer ist, glaube ich, der beste Giftangreifer. Anego als Giftangreifer wäre auch gut. Suche ich immer noch das 100er. Versuche ich jeden Glückstausch, den ich habe, mit Anego zu machen momentan, bis das 100er kommt und danach, wenn ich das 100er habe, ich verspreche, werde ich 6 Anego hochziehen auf Level 50, einfach nur, weil ich so viele XL habe und ich dann endlich froh bin, das 100er Anego zu haben. Und weil es halt der beste Giftangreifer ist von den Ultrabestien, da gibt es nämlich nur einen. Ansonsten Metagross am Start. Das sind aber nicht alles 100%ige, das sind auch 98er und 96er sowas dabei, das sind dann aber Krypto. Ich weiß, dass ich ein paar Krypto auf 50 gezogen habe. Ich weiß, dass ich ein paar 100 auf 50 gezogen habe. Pupsi ist auch drin, wie ihr seht. Ansonsten sehe ich hier Samyang Bulldog, Super Sani, Chefe, Blood in Tears, Patch, Shenaya, Henry Niggi, Ab ins Tierheim, Ramses der Dicke und Mystical Force. Wir hauen mal kurz den weg. Der hat ja auch eine besondere Attacke. Bei Iveltal, die habt ihr gestern ja vielleicht gesehen. Und obwohl ich das alles Mittwoch aufnehme, möchte ich Iveltal am Donnerstag hochladen und am Freitag dann dieses Video, auch wenn es dann schon wieder 2 Tage alt ist, egal. Man muss das ja alles immer irgendwie planen. Es kommt halt immer zu so viel, es gibt so vieles Neues, da musst du immer gucken, dann bereitest du was vor, dann kommt wieder was anderes dazwischen. Es ist auf jeden Fall immer sehr hektisch und stressig. Und an diesem Mittwoch, wo ich das aufnehme, ist abends auch die Raid-Stunde gewesen mit Xerneas. Obwohl Iveltal und Xerneas beide gleichzeitig da sind, hat Najendik sich dazu entschieden, am Mittwoch nur Xerneas in der Raid-Stunde an den Arenen auftauchen zu lassen.
Dann kommen die Go-Fest, die Go-Fest-Woche mit den Proto-Raids und danach kommt Evil-Tal und Xeneas ja irgendwie nochmal zurück. Die sind dann nochmal eine Zeit da. Und in der Zeit, wo die nochmal da sind, ist dann aber die Raid-Stunde mit Evil-Tal, dass das auch eine hatte. Also wundert euch nicht, ich habe am Mittwoch dann wirklich Xeneas-Raid-Stunde dahingeschrieben, Xeneas-Raid-Mania, und habe nur Xeneas angenommen, wenn jemand in der Raid-Mania Einladungen geschickt hat für Xeneas. Wenn dann Evil-Tal reinkommt, ignoriere ich das. So wie ich es dann ignoriere, wenn bei der Evil-Tal-Raid-Stunde Xeneas reinkommt. Heute dreht sich also alles um Xeneas, aber das ist bei euch, wenn ihr das seht, ist ja Freitag. Ich rede in der Vergangenheit und schon vorweg und keine Ahnung. Was euch vielleicht auffällt, das ist richtig schön bunt. Dieses bunte Geweih, dieser blaue Hals, das sieht richtig genial aus. Das ist die Aktivform im Kampf. Und wenn ihr es dann gefangen habt, dann ist das in der Ruheform im Beutel und sieht halt dann total babbig aus. Das ist schade, hat auch nichts mit Shiny oder sonst was zu tun. Die beiden gibt es natürlich als Shiny. 21,25 und 20,81, das heißt, der Hauptaccount hat auf jeden Fall das Bessere. Und bei Xeneas ist es auch so, das Teil sitzt so weit vorne, guckt euch diesen riesen Kreis an, das hat keine Flügel. Das geht nicht nach links, das geht nicht nach rechts, das schwebt nicht hoch, das schwebt nicht ab, das hüpft vielleicht mal kurz. Wir können den Kreis, so wie er jetzt ist, eingestellt lassen und immer auf den Angriff warten. Das ist der Angriff, ihr curvt kurz, ihr werft, einfach fabelhaft, also der ist so gut zu treffen, da dürfte keiner Probleme haben, den zu fangen. Man beachte auch die Beine, das sind keine Beine, das sind vier Schwerter. Und das macht dieses Pokémon so besonders und natürlich jetzt, weil es immer noch so schön aussieht in der Aktivform, auch im Fangbildschirm. Gleich sieht es langweilig aus, wenn wir es haben. Aber ich kann euch gleich noch zeigen, wie das Shiny aussieht, ich kann euch gleich auch nochmal zeigen, wie das 100er aussieht, wie hoch das kommt. Wer das von Evil-Tal noch weiß, weil das ja das gleiche ist, von den WP, der kennt den Wert auch noch. Normalerweise müsste Xeneas ein richtig cooles Pokémon sein, aber ich glaube, das Problem hierbei war, dass der keine Fee-Sofort-Attacke hat. Er hat eine Fee-Lade-Attacke, aber keine Fee-Sofort-Attacke. Sonst wäre das auch ein richtig guter Fee-Angreifer. Ist für die meisten so irgendwie unbrauchbar. Nutzen aber einige trotzdem in der GBL. Das Evil-Tal wird auch in der GBL genutzt. Wie es mit den neuen Attacken jetzt aussieht, weiß ich gar nicht. Also Evil-Tal wird wahrscheinlich ein richtig guter Flugangreifer werden, weil der eine besondere Flugattacke noch bekommen hat. Bei Xeneas weiß ich die Attacke gerade nicht. Die sehe ich jetzt im Bewertungsbild. Der hat jetzt... Oh mein Gott. Ich würde sagen, der hat jetzt Vielender bekommen. Hä? Typ Käfer? Das macht ja gar keinen Sinn. Er hat Geokontrolle bekommen. Und Geokontrolle ist eine Sofortattacke vom Typ Fee. Das heißt, der könnte dann Geokontrolle und Mondgewalt und hat zwei Feenattacken. Dann ist er doch jetzt übelst das Biest, oder? Wir bewerten den mal kurz mit 14, 13, 11 in Rudolstadt. Da steht's doch. Rudolstadt, Thüringen, wenn ihr das kennt. Gehen jetzt aber mal auf Xeneas drauf. Zeigen euch dann hier. Im Tausch von Wodka Hondas habe ich nämlich ein 100%iges bekommen. 4275 Leipzig, Sachsen. Und das Shiny habt ihr auch noch hier in der Glücksvariante, hier in der normalen Variante von St. Fine. Das ist auch schön. Vielender hat er die ganze Zeit schon gehabt. Heißt das, ich kann jetzt 10 Kopfstoß wegmachen? Und kann über eine Sofort-TM mir die komische neue Attacke da reinpressen. Vielleicht braucht man auch dann eine Top-Sofort-TM. Das würde ich auf jeden Fall machen. Also man kann ja über die Top-Sofort jetzt schon sehen. Genau, Wodka Hondas vergisst dann 10 Kopfstoß und nimmt Geokontrolle. Ich drücke das jetzt einfach drauf. Wenn ihr jetzt sagt, das hätte er auch mit einer normalen Sofort-TM bekommen, mir egal, ich habe so viele Top-Sofort-TM, ich weiß gar nicht wohin damit und habe jetzt Geokontrolle, Mondgewalt, zweimal Fee-Moves und das ist bestimmt richtig krass.
Oder auch nicht. Das sagt ihr mir bestimmt. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie immer. Ich fange jetzt noch bei dem anderen. Wir fahren jetzt noch mal weiter. Wir gucken mal, wir wollten dann noch was essen gehen. Und morgen fahren wir auch schon wieder zurück. Also wenn ihr das seht, sind wir schon lange zurück. Donnerstag sind wir zurückgefahren. Ich nehme euch jetzt noch mit. Auch wieder hier rüber. Ich hoffe, ich habe niemanden gestört. Ich finde, in Rudolstadt sind die Leute eigentlich recht chillig unterwegs. In Hibu oder so oder Meiningen, da wäre schon längst einer gekommen und gesagt, was machst du da? Geh da weg! Aber hier alles easy, alles peasy, alles richtig chillig. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Hast du einen Shiny zufällig? Was? Hast du nicht geguckt? Genial. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.